Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video dreht sich alles um die Reinigung eines Wassertanks bzw. der Wasseranlage an einem Caravan oder Wohnwagen. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. So, heute bei mir wieder mal am Caravan angekommen, gibt mal wieder was zu tun. Und zwar steht bei mir heute an die Reinigung des Wassertanks und der kompletten Wasseranlage. Warum sollte dieses durchgeführt werden? Da im Laufe der Zeit sich in den Leitungen und in den Wassertanks ablagern, quasi irgendwelche Filme bilden, sowie sogenannte Algenfilme und Bakterien sich einnisten. Und dementsprechend muss man den Wassertank und die ganze Wasseranlage immer in regelmäßigen Abständen reinigen. So eine Wassertank- und Wassersystemreinigung sollte man mindestens einmal im Jahr durchführen. Das ist eigentlich so eine Faustregel, wie man so sagt, dass man die gröbsten Keime und so weiter hier aus diesem ganzen Wasserelement dann quasi herausholt, die sich hier angesammelt haben über das ganze Jahr. Wer da noch einen i-Tüpfelchen draufsetzen möchte, kann das mehrmals im Jahr machen. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, indem ich das nur einmal im Jahr mache und meistens ist das dann im Frühjahr. Warum im Frühjahr? Bei mir ist das jetzt ein Standfahrzeug, das steht auch das ganze Jahr über und normalerweise nach dem Winter sammelt sich auch jede Menge Schmutz in den Leitungen und im Tank an. Meistens werden die Leitungen beim Entlüften oder beim Entleeren auch nicht komplett geleert. Also manchmal bleiben dann noch eine kleine Pfützen übrig und darin können sich natürlich auch Bakterien einnisten. Ja, zur Tankreinigung gibt es natürlich im Zubehörhandel auch sehr viele Mittel zu kaufen, kann man dort auch erhalten, aber ich möchte mir heute eines einfachen Mittels bedienen und zwar auch eines preiswerten Mittels. Ich habe mir dafür jetzt so eine Flasche bestellt von der Firma Domestos und das ist ein Chlorreiniger. Sehr preiswert in der Anschaffung und hält sehr lange. In meinem Falle kann ich damit mehrmals die Anwendung durchführen und es kostet mich sehr wenig Geld. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass ich mit diesem Reiniger eine verdammt zügige und schnelle Reinigung meines kompletten Systems durchführen kann. Die Reiniger aus dem Zubehörhandel benötigen nämlich meistens eine sehr lange Einwirkzeit. Bei uns beträgt die Einwirkzeit eine halbe Stunde und da können wir auch schon mal beginnen. Wer sich bei der Dosierung nicht ganz sicher ist, also ich verwende diesen Reiniger immer im Mischungsverhältnis von 1 zu 10 und lasse diese ganze Geschichte eine halbe Stunde einwirken. Wer es etwas geringer dosieren möchte, kann gerne auf 1 zu 100 wechseln und muss aber dementsprechend dann auch sein System 24 Stunden einwirken lassen, aber das möchte ich nicht. Ich lasse es eine halbe Stunde einwirken und bin in 2 Stunden mit meiner Reinigung hier fix und fertig und kann theoretisch mit dem Caravan losstarten und ab ins Camping mich begeben. Mein Frischwassertank umfasst hier an meinem Fahrzeug ca. 100 Liter und darum werde ich aus diesem Reiniger 1 Liter in meinen Wassertank jetzt mal einfüllen. Zu Beginn der Arbeit achten wir bitte darauf, dass unsere Wasserstellen hier alle geschlossen sind, also alle Regler nach unten gedrückt sind. Also jetzt nicht nur im Küchenbereich, sondern auch im WC und im Duschbereich alle Regler bitte schließen. So und als nächstes können wir jetzt mal hier reinschauen und da sehen wir natürlich hier unsere Wasserpumpe, unseren Ausgleichbehälter, der Wasserpumpenfilter ist auch davor geschaltet noch, sämtliche Leitungen hier verbaut. Auch hier eine Heizungsleitung noch verbaut. Damit wird der Wasser- und der Abwassertank im Winter vor Frost geschützt. Also ich kann hier quasi mein Tanksystem mitheizen. Also das kann ich dementsprechend so einstellen mit meiner alten Heizung, ob das geheizt werden soll oder nicht. So und als nächstes liegt hier unten der Frischwassertank, ist immer weiß und der Abwassertank ist immer grau gekennzeichnet, dass man hier nicht durcheinander kommt. Nie, dass wir hier unser Frischwasser einfüllen, wo ja eigentlich unser Abwasser hier drinnen ankommt. So, und jetzt werde ich von dem Frischwassertank hier mal den Deckel abschrauben. Ist bei mir etwas eng hier unten drunter, aber
das ist egal. Und kann jetzt meinen Deckel hier nehmen schon mal, legen beiseite. So, und als nächstes kann ich jetzt hier meinen Domestos Kloreiniger einfüllen. So, und ich hatte euch gesagt, bei mir sind es ca. 100 Liter hier unten drunter verbaut. Und von daher kann ich jetzt hier 1 Liter Domestos Kloreiniger einfüllen. Und das machen wir mal jetzt. So, und als nächstes kann ich jetzt mit der Einfüllung hier beginnen. Also für meinen Domestos fülle ich jetzt hier 1 Liter herein. Und da ich die Flasche jetzt nicht ordentlich hier runter bekomme und ich auch 1 Liter abmessen möchte, habe ich mir jetzt so ein altes Bierglas genommen, fülle das hier ein. Und immer wenn wir solche Mittel wie Chlorix hier verwenden, Schutzbrille bitte tragen. So, 0,25 Liter eingefüllt und kann ich jetzt hier dementsprechend eingießen. So, Nummer 1. So, und das machen wir viermal. So, und als nächstes kann ich jetzt hier meinen Tank wieder schließen. Machen wir jetzt mal. Schließe ich jetzt mal ganz entspannt. So, dementsprechend muss dann sich jeder selber seinen Messwert ermitteln für seinen eigenen Karawan, da die Frischwassertanks immer in unterschiedlichen Gebindengrößen dann angeboten werden. Manch einer hat 50 Liter drunter, manch einer 80, manch einer 125. Und dementsprechend muss man dann sich das ausrechnen, wie viel von diesem Domestos Reiniger hier in diesen Frischwassertank rein muss. Ich lege nochmal unten in die Videobeschreibung dann nochmal das Mischungsverhältnis herein und die Einwirkzeit, wie lange das einwirken muss. So, als nächstes können wir jetzt hinter ans Fahrzeug gehen und unseren Frischwassertank auffüllen und den füllen wir komplett bis Oberkante, bis es wieder am Überlauf herauskommt. So, und jetzt bei mir an der Rückseite, jetzt am Karawan angekommen, können wir unseren Frischwasserverschluss hier abnehmen, so aufdrehen und können jetzt hier mit dem Schlauch unser Frischwasser einlassen. Zur Einfüllung des Frischwassers an meinem Karawan benutze ich immer einen sehr neuwertigen Schlauch und diesen lege ich dann auch immer im Wohnwagen ab. Dieser wird für nichts anderes benutzt als nur für die Einspeisung von Trinkwasser. Normalerweise speise ich ja auch hier Trinkwasser komplett ein, habe ich meine Wassersteckdose hier oben, aber man kann natürlich auch einen Wassertank hier einspeisen in meinem Fahrzeug und das mache ich jetzt mit diesem Schlauch. Nachdem ich diesen Schlauch hier eingesetzt habe, werde ich diesen an einer höheren quasi Erhebung dann aufhängen und lasse ihn immer austrocknen. So gehe ich immer sicher, dass mein Schlauch hier ordentlich ausgetrocknet ist und hier sich keine neuen Bakterien einnisten können. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte dazu. Wenn man diesen Schlauch einfach danach aufrollen würde, würden hier Wasserreste drin verbleiben und dann nisten sich auch Bakterien im Schlauch ein und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. So, also jetzt Schlauch rein, Wasserdruck aufdrehen und jetzt lassen wir mal unseren Wassertank volllaufen. So, ihr hört es gurgeln und das wird jetzt eine Weile dauern, bis das vollgelaufen ist und dann schauen wir weiter. So, jetzt schaue ich schon mal an mein Anzeigenpanel, sagt mir auch, Frischwassertank ist grün, also voll und von daher alles gut. So, als nächstes kann ich jetzt hier meine Wasserleitung vollpumpen und das werde ich jetzt mal tun und werde jetzt die Pumpe aktivieren und jetzt dieses von Domestos durchmischte Wasser überall in die Rohrleitung einbringen oder einpumpen. So, lass die Pumpe jetzt laufen, bis der notwendige Druck aufgebaut ist, dann wird meine Pumpe abschalten. So, Pumpe pumpt in den Ausgleichsbehälter. Ihr seht, der Ausgleichsbehälter steigt an. Also es ist ganz wichtig, dass wir die ganzen Rohrleitungen komplett füllen. So, meine Pumpe hat jetzt abgeschaltet und jetzt kann ich jetzt meine Verbrauchsstellen öffnen. So, so, dass jetzt dieses Chlorix-Wasser in die Kaltwasserversorgung einfließt. Und öffne auch die Warmwasserversorgung, dass das auch im Warmwasser ankommt. Also es ist ganz wichtig, dass wir das im Kaltwasser und im Warmwasser machen. Das sind wir hier eine Entlüftung, dass die ganze Luft jetzt rauskommt aus der Leitung. Hier wie hier. Jetzt füllt sich auch mein Warmwasserspeicher mit diesem Wasser. Ihr seht, kommt viel Luft mit durch.
Und dieses mache ich jetzt noch in der Dusche und am Waschbecken im Nassbereich. Also werde ich jetzt auch entlüften. So, nachdem ich jetzt überall meine Zapfstellen geöffnet habe, habe ich da Wasser nachkommen lassen in den Leitungen, dass jetzt überall dieses Domestos Wasser in den Leitungen zu wirken beginnt. Natürlich habe ich jetzt auch meine Toilettenspülung betätigt, dass auch in der Toilettenspülung in der Leitung das Domestos zum Wirken kommt. Und jetzt tun wir uns mal ganz entspannt eine halbe Stunde hinsetzen und lassen das jetzt einwirken. So, wie ihr sehen könnt, meine halbe Stunde ist jetzt abgelaufen, hat jetzt eingewirkt in den Leitungen. So, und als nächstes kann ich jetzt hier meine Wasserleitung freispülen. Habe ich mir jetzt schon mal einen Eimer geholt, damit man das auch mal sehen kann, ob hier auch Schmutz herauskommt. Und als erstes drehe ich hier auch mal meinen Perlator heraus, weil dieser ist meistens auch immer sehr verschmutzt. Und wenn wir hier mal reinschauen, so, wartet, schauen wir das mal hier rein. Seht ihr auch schon, wie versifft der Perlator ist. Also höchste Zeit, hier mal eine Reinigung vorzunehmen. Den lasse ich jetzt hier reinfallen. Und als nächstes tue ich jetzt hier mal meine Leitung etwas entwässern. Also ich quasi lasse jetzt den Wassertank durch meine Leitung durchspülen und quasi in den Abwassertank einlaufen. Das Positive an der ganzen Geschichte am Ende ist, dass wenn wir hier unseren Trinkwassertank gereinigt haben, auch damit gleich unseren Abwassertank reinigen. Mein Abwassertank ist zugedreht, also ist es nicht am Entsorgungstaxi angeschlossen, sondern habe ich jetzt einfach nur zugedreht, dass mein Wassertank quasi jetzt noch geschlossen bleibt. Und so kann dieses Wasser jetzt noch im Abwassertank auch noch einwirken und dort seine reinigende Wirkung auch noch entfalten. Und jetzt machen wir mal einen Wassertest hier und lassen wir mal ein bisschen Wasser auslaufen hier. Und da schauen wir doch mal, was für Schmutz hier mit herauskommt. Es ist einfach nur erstmal Kaltwasser, was wir hier durchspülen. Es kommt ganz ordentlich das Zeug hier mit heraus. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Also, was hier für Ablagerungen drin sind. Jetzt drehe ich mal das Warmwasser auf, was da so alles mitkommt. Was sich da abgelagert hat, auch in der Therme. Ist immer eine Sensation, was da so zusammenkommt. Was sich hier so einfach nur lockert. So, dementsprechend lasse ich jetzt überall in meinen Zapfstellen das Wasser durchlaufen und die Leitung durchspülen. So, und das mache ich nicht nur hier im Küchenbereich, das mache ich auch im Sanitärbereich. Lasse dort alle Leitungen durchspülen. So, ich habe jetzt alle Zapfstellen durchgespült und jetzt lasse ich ganz einfach diese Zapfstelle hier laufen. Das wird jetzt alles in meinen Abwassertank einlaufen. Und von daher lasse ich das dann auch im Abwassertank noch etwas stehen. Kann es ruhig noch ein, zwei Stunden einwirken. Und ich pumpe jetzt meinen Wassertank hier komplett leer. Also wie schon gesagt, Warmwasser wie Kaltwasser. So, meine Pumpe kommt jetzt ans Limit und pumpt natürlich jetzt nicht mehr so viel heraus. Ist natürlich Ende in meinem Wassertank. Ihr seht selber, kommt mal was, mal kommt nichts. Und von daher werde ich jetzt meinen Wassertank wieder neu befüllen. Ich werde jetzt meinen Wassertank neu befüllen und diese Prozedur wiederhole ich dreimal neu. Also ich spüle meine Leitung hier jetzt dreimal neu durch und dann ist unser System absolut clean und sauber. So, als nächstes werde ich jetzt meinen Wassertank wieder vollfüllen und entleeren, wie wir es jetzt vorhin gerade gesehen haben. Und dieses machen wir jetzt einmal und dann sollte unsere Wasseranlage ordentlich sauber und grün und gereinigt sein. So, damit wäre die Reinigung des Wassertanks oder unserer Wasseranlage komplett abgeschlossen. Normalerweise tue ich das immer so pflegen, dass ich diese Reinigung einmal im Jahr vollziehe. Und normalerweise mache ich das im Frühjahr. Jetzt ist es natürlich im Sommer geworden, weil ich im Frühjahr leider keine Zeit hatte. Aber normalerweise ist die beste Zeit dafür im Frühjahr, weil sich über den Winter über meistens dann auch immer etwas Schmutz überall ansammelt und in den Wasserleitungen haften bleibt. Ja, damit wären wir jetzt auch schon fast am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal aufzeigen, wie mit einfachen Mitteln und vor allem preiswerten Mitteln man so eine Reinigung hier durchführen kann. Da muss man sich nicht erst teure Mittel anschaffen, sondern man kann wirklich auf preiswerte Alternativen zurückgreifen.
Und diese preiswerte Alternative vernichtet in unserem Falle 99,9% von allen Bakterien und ist von daher für unsere Reinigung mehr als geeignet. Wenn dieses Video euch gefallen hat, dann zeigt es mir bitte mit einem Like nach oben, denn da freue ich mich immer sehr darüber und das bestärkt mich auch darin, weiterhin neue Videos für euch abzudrehen. Wer natürlich noch mehr von meinen Videos sehen möchte, kann hier oben gerne auf den Abo-Button drücken und dann auch die Glocke aktivieren. Glocke aktivieren, deshalb wichtig, damit ihr bei jedem neuen Video, was von mir erscheint, sofort benachrichtigt werdet. Wenn ihr es möchtet, sehen wir uns hier nächsten Montag 18:30 Uhr wieder und bis dahin verbleibe ich, euer Jörg.